Im heutigen Video dreht es sich um das Thema Sicherung, die Sicherung zwischen der Versorgerbatterie und unserem 1000 Watt Inverter, der das dann von 12 Volt in 230 Volt umwandelt und wo wir dann eine richtige Steckdose haben. Hi, wir sind Steffi und Johannes und wir zeigen dir, wie wir unseren alten Pajero umgebaut haben zu einem preiswerten und sehr praktischen Abenteuermobil. Damit kommen wir sogar bis in die Wüste. Ja, hier auf der anderen Seite haben wir ein ganz anderes Problem, denn das sind 25 Quadratmillimeter Leitungsdurchmesser. Das heißt, das Kabel ist größer und da werden wir schauen, ob das wirklich gut geht mit diesen Haltern, ob das passt. Aber ich denke schon, weil auf dieser Höhe sollte eigentlich nur der Kabelschuh sitzen und ich hoffe, dass der mal reinpasst. Und hier habe ich auch entsprechende Kabelschuhe gekauft für diese 25 Quadratmillimeter Querschnitt und dann auch auf M5. Ich verlinke euch das alles und falls euch das auch gefällt, dann könnt ihr es natürlich dort gerne bestellen. Als erstes werde ich hier das wieder losschrauben und dann auch entsprechend den angebauten goldenen Adapterstecker entfernen und dann können wir die anderen Kabelschuhe drauf klemmen. Man merkt schon, das ist ein bisschen Fummelarbeit. So, der will jetzt hier auch gar nicht so einfach raus. Deswegen können wir mal die andere Seite auch lösen. Hoffen, dass es da besser geht. Wie gesagt, das sind auch recht große Durchmesser. Dann ist das schon auch bei diesen Kabel, also bei diesen Sicherungshaltern begrenzt. Und wir sehen hier, okay, das kommt auf der Seite raus, die Sicherung. Die können wir erstmal zur Seite legen. Und jetzt können wir hier entsprechend den Halter abbauen. Hier hatte ich auch schon beim Anbauen Probleme durch die Dicke dieses Kabels, dass dann entsprechend hier auch dieser Anschraubmechanismus gut drauf geht. Und ja, wir gucken einfach mal, wie es ausschaut. So, wir können ja alles runterziehen. Und auch den Deckel. Und hier müssen wir natürlich auch bei dem Kontakt aufpassen, dass da es ja ein Pluskontakt ist, dass der nirgendwo an Minus geht oder an Masse. Und deswegen halte ich den jetzt hier oben und klemme den entsprechend mit einer Zange ein, dass er sich nicht verdrehen kann. Und dann können wir auch noch die andere Seite erstmal lösen. So, jetzt haben wir den schon mal ab. So, dann haben wir hier natürlich auch wieder ein Stück Schrumpfschlauch drauf gemacht. An der Stelle sehen wir aber, dass hier zum Beispiel dieser andere Kabel oder Sicherungshalter nicht richtig drauf gepasst hat. Da musste ich ein paar von diesen, von den Kupferdrähten sozusagen abschneiden, damit das überhaupt da reinpasst. Bei den neuen Kabelschuhen ist das wunderbar, die passen perfekt drauf. Und da müssen wir dann bloß schauen, dass das auch dann in den entsprechenden Sicherungshalter geht. Aber zur Not können wir das bestimmt auch ein bisschen anpassen. Genau, das drücken wir jetzt erstmal fest. Und dann geht's weiter. So, jetzt können wir hier auch den Schrumpfschlauch draufstecken und entsprechend mit dem Feuerzeug hantieren, dass der Schrumpfschlauch sich anpasst an das Kabel. Das ist jetzt eine andere Größe als gerade eben. Ein bisschen größer, damit es auch überhaupt drauf passt. So, jetzt haben wir hier den Schrumpfschlauch gut drauf bekommen. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob der hier reinpasst. Passt natürlich nicht ganz perfekt rein. Und jetzt werde ich hier den einfach ein bisschen rund machen, den Kabelschuh, dass der hier gut reinpasst. Und entsprechend kann man dann festschrauben. So,
ich muss ein bisschen was anpassen an den Kabelschuhen. Man sieht jetzt hier schon einen Unterschied. Wir haben erstmal hier den Halter. Das ist der alte Kabelschuh. Und hier ist der, den ich jetzt an die andere Seite anpressen werde. Und zwar habe ich auf der Seite und auf der Seite ein bisschen was mit einer Feile einfach abgefeilt, damit der Kabelschuh hier wirklich hier richtig reinpasst. Der passt jetzt wunderbar hier dazwischen. Das hat ja vorher nicht gepasst. Jetzt werde ich den ankrimpen und dann entsprechend auch auf beiden Seiten nochmal von dem Schrumpfschlauch hier noch ein Stück drüber machen, dass wirklich bis hier vorne geht. Denn wenn man den zumacht, dann ist hier so ein Stück sozusagen ja ungesichert letztendlich. Und deswegen werde ich da noch ein Stück Schrumpfschlauch drauf machen und dann entsprechend erst das Ganze verbauen. So, hier ist natürlich jetzt aufzupassen, dass wir den entsprechend an den Seiten erstmal noch abfeilen und dann zeige ich euch, wie das nachher ausschaut. So, der Schrumpfschlauch ist auf beiden Seiten dran und jetzt können wir hier den entsprechenden Halter platzieren. Ich habe auch auf beiden Seiten, wie gesagt, ein Stück den Kabelschuh links und rechts nicht abgeflext, sondern abgeschliffen, damit die gut passen. Und jetzt können wir das hier anbauen. Wir brauchen bloß noch die Sicherung. Das ist ja diesmal eine 100 Ampere Sicherung. Und dann sind wir hier auch schon fertig. So, es ist alles verschraubt miteinander. Jetzt können wir hier noch den Deckel schließen. Und hier sehen wir auch schon ein bisschen das Problem. Zum Beispiel hier auf der Seite. Insgesamt ist eigentlich das Kabel sehr, sehr groß. Das lässt sich nur mit Mühe und Not rumklippen. Aber es heißt natürlich auch entsprechend, dass es gut schließt. Aber ja, es ist okay bei diesem Kabeldurchmesser. Da könnte man auch den noch ein bisschen größer dimensionieren, diesen Halter. Ja, kommen wir zum Resümee. Kommen wir nun zum Resümee. Wo taugen diese Sicherungshalter und wo nicht? Also meines Erachtens, sie sind gut verarbeitet. Die Schraublösung ist ideal. Man kann, wie gesagt, an den zwei Verschraubmöglichkeiten den Halter auch selber festschrauben. Und die Sicherung ist dann geschraubt, also deutlich besser als der Vorgänger, den ich hatte. Aber wo liegen jetzt die Nachteile? Die Nachteile, finde ich, sind jetzt nicht hier. Bei 16 Quadratmillimeter Leiterschleife ist das noch alles funktionabel und super. Aber hier bei 25 Quadratmillimeter, da ist es doch schon grenzwertiger, weil man da Anpassungsarbeiten an den Kabelschuhen etc. ein bisschen vornehmen muss. Aber es geht natürlich auch. Also man kann es dafür nutzen, aber man sollte halt wissen, dass man da vielleicht noch das eine oder andere anpassen muss. Und was wichtig ist, dass man immer für den Wechsel überall rankommen muss. Das heißt, lieber eine, ja, keine echte Verschraubung, sondern hier mit Kabelbindern oder mit Draht befestigen, was man auch wieder abbekommt, um halt die Sicherung zu wechseln. Und dann erfüllen diese Sicherungshalter meines Erachtens, ja, alles eigentlich ganz gut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, kommentiert gerne, was ihr vielleicht für Sicherungshalter nutzt, ob ihr andere nutzt oder wo ihr auch schon Probleme hattet wie wir mit diesen Glassicherungen. Und abonniert gerne unseren Kanal, dann erhaltet ihr weiterhin solche kostenlosen, coolen Videos, entweder zur Umbauanleitung, zu unserem Ausbau oder wie man andere Sachen am Pajero repariert.